Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, meine lieben Mäuse, zur, ich weiß gar nicht, 12., 13. Folge von Ein Schnaps, ein Lied. Ihr könnt an der Dekoration erkennen, es ist die Weihnachtsfolge. Und da es eine ganz besondere Folge ist, habe ich auch einen ganz, ganz besonderen Gast eingeladen. Ich werde dir nachher erzählen, weil ich bei einmal stockeneifersüchtig auf sie. Sie ist Singer-Songwriterin, seit 1000 Jahren im Geschäft, ein ganz, ganz fleißiges Bienchen. Und sieht aus wie 20, obwohl sie ein bisschen älter ist. Und ich bin so froh, dass sie zugesagt hat, weil sie ist sehr viel unterwegs. Und eigentlich nie Zeit, vor allem für so einen Quatsch hier nicht. Ich begrüße mit einem ganz ins Herz herzlichen Applaus, den wir alle innerlich uns eine vorstellen, die wundervolle, großartige Christina Lux. Applaus. Oh, da ist sie schon. Alle kennen sie. Aber ich hoffe so. Wirst du auf der Straße erkannt? Passiert das schon mal? Total häufig. Nein, es gibt wirklich eine schöne Geschichte dazu. Ich bin mit einem lieben Freund, mit Purple Schulz, mal im Kino gewesen. Und dann kam jemand so grinsend auf uns zu. Und ich dachte, der sagt jetzt, oh Mensch, Purple. Und dann geht er wirklich zu mir und sagt, Christina Lux, ich finde dich so toll. Oh, ich krieg Gänsehaut. Das war halt schon schön, aber für Purple war es hart. Ja Gott, aber Männer haben ja eh so ein Riesen-Ego, da spielt es auch keine Rolle, ne? Bevor wir über das ganze, so große, wunderbare Karriere reden, wollen wir ja was trinken. Frau Lux sieht dann nur so gut aus, weil sie wahrscheinlich meist nichts trinkt im Alltag, ne? Aber heute machen wir eine Ausnahme. Und zwar hast du dich entschieden, was zu bringen? Ja, ein Baileys, der mich erinnert an alte Zeiten. Nämlich wirklich vor, ich würde mal schätzen, so 30 oder wenn nicht noch mehr Jahren viel in der Gastronomie gearbeitet. Ach, und das war eigentlich das Getränk, was wir uns immer in verschiedenen Kombinationen... Was die Mädchen ich bin auch voll, kommen, ne? Also wirklich, Rock'n'Roll ist... Nicht meins. Ja, nicht dieser. Das ist gut. Aber da bist du ja ganz tolerant, auch mir gegenüber. Ich bin ja Veganerin, ich rette die Tiere. Deswegen bin ich so froh, die Baileys Firma. Ich hatte ja auch angeschrieben, ob ihr uns sie sponsern möchtet, vielleicht für diese Show. Ja, ist gewesen. Ich hatte das ja. Ja, habt ihr nämlich nicht, noch niemand zurückgeantwortet. Auch nicht jemand Nein gesagt habt ihr. Gibt es den Baileys in der veganen Edition? Die werden wir jetzt das beide. Ist der Kracher. Zum ersten Mal. Lactose-free. Ja, für die ganzen neuen Idioten, die denken, sie hätten Laktoseintoleranz. Habt ihr alle nicht. Ich versuche, wir probieren das einmal, liebe Frau Schucks. Wer weiß, was da passiert. Ich wusste noch nicht, dass ich laktoseintolerant bin. Ich bin ein intoleranter Mensch. Ja, bist du wirklich? Du wirkst so fürchterlich in dir und da wollte ich auch eh schon drauf eingehen. Ist es ein Irrglaube, oder kannst du das gut präsentieren? Das sieht aber weißer aus, als wir das von früher kennen. Ja, das stimmt. In der veganen Version. Stimmt. Man mag es eigentlich erst, aber es riecht wirklich verblüffend ähnlich. In Nippen erstmal. Du kannst auch exen, wie du möchtest. Ich möchte jetzt mal Nippen daran, dass ich auch weiß, was auf mich zukommt. Zunächst einmal möchte ich nochmal einmal so, da mich so mal sehr freuen, dass du heute da bist. Weil ich ein großer Fan bin, seitdem du bei Die Happy Four Band warst und ich so sauer auf dich war, dass du die Martha kennenlernst, in die ich fast verliebt war. Sie hat gesagt, 2004 war das. 2004, auf dich, meine Liebe. Das schmeckt doch genau gleich, oder? Boah, geil. Der Anfang ist ein bisschen doof, aber haferig. Aber das, der Anfang ist richtig lecker. Aber ist sowas für Mädchen. Ja, das ist richtig lecker. Und so gesund. Ich merke es auch gleich. Es ist angenehm. Oh, das ist wirklich sehr, sehr lecker. Kann ich mal. Also wie gesagt, du musst... Ja, das ist der Charme dieser Sendung, dass wir alle nicht nüchtern bleiben. Vielleicht wäre es sonst ein bisschen einfältig, das Konzept. Wenn meine Gesichtshöhle gleisen zu stark, dann bitte. Aber du bist ja seit ewig 1000 Jahren im Geschäft. Hast du früher nicht vor einem Konzert mal ein Schnäpschen oder nee, Bierchen mal? Oder hast du ganz, ganz asketisch schon immer gesagt, nee, Tee und das war's? Also ich habe auch meine Erfahrungen, aber ich bin wirklich, das fühlt sich nicht gut an. Ich mag das Gefühl nicht. Ich mag das Gefühl von Betrunkensein nicht. Mhm. Und ich mag auch, ich bin halt ein totaler Kontrollfreak. Echt? Ja, total. Kontrollfreak. Wo ist er in Köln jetzt? Haben wir eben schon festgestellt. Und gebürtig aus Karlsruhe, was ich alles weiß, ne? Wahnsinn. Ja. Und du wolltest immer schon Sängerin werden? Sagen wir mal so, ich bin einfach mehr oder minder da hineingeschlittert. Ich habe mit 18 beschlossen, dass Abitur machen für mich nicht geht.
Und dann habe ich das geschmissen und ich fuhr damals Motorrad, die war extrem cool. Extrem cool. Ist immer noch cool. Ich bin auf mein Motorrad gestiegen und bin zur Schule gefahren und habe meine Abmeldung geholt, als ich 18 wurde. Wie schön. Und in meinem Führerschein steht auch mein Geburtsdatum, das ist total schön. Und in diesem Moment habe ich eigentlich beschlossen, nein, ich habe mit 12 oder so angefangen, Gitarre zu spielen. Ich hätte aber nie gedacht, dass ich jetzt da wirklich mal so diesen Weg gehe. Ich dachte, na, machst du jetzt vielleicht eine Lehre oder so. Mhm. Und dann bin ich relativ flotty einfach eingestiegen und dann habe ich so eine Annonce gelesen, Sängerin gesucht. Singen kann ich bestimmt auch. Dann habe ich gedacht, ach du, das ist nicht wertvoll sein. Aber keinen von deinen Eltern ist niemand musikalisch? Doch, doch, total. Okay. Mein Vater hat Gitarre gespielt und eigentlich war er ein Mensch, der schon mit ganz jungen Jahren Klavier gespielt hat, aber irgendwann mal dieses Klavier verschwunden. Aber er spielte Gitarre und ich habe das irgendwann gesehen und habe gesagt, kannst du mir nicht mal so vier Dinger zeigen? Und der Rest ist Geschichte und auch Peter Bursch. Ich kann nur sagen, Peter Bursch, das ist der Kracher. Lebt der Mensch noch, der wird ja wohl steinreich sein. Peter Bursch lebt, auf jeden Fall. Kennst du auch schon? Ja, ich habe ihn auch neulich mal wieder getroffen. Das hängt mit den Choreografien ab. Ja. Du bist ja auch, eben Julien-Neige weg von Gesang früher gemacht. Dann bei meiner liebsten Die Happy Band Vorband bei Fury in the Slaughterhouse. Also bei diesen ganzen, wo ich kenne, diese ganzen richtig alteingesessenen Eo-Funky-Musiker, da bin ich ja nicht der Richtige, weil ich bin ja nur vom Musical-Hupfdolen-Business, da kennen wir nur die großen Namen. Aber mit allen hat die Christina schon gesungen. Und du bist hoch von der Kritik, auf alle Kritiker lieben dich, ist so, ne? Hast du jemals so... Doch, gerade kürzlich habe ich einen kleinen, also das ist jetzt zu viel gesagt, aber dieses ganze Musikbusiness ist so lustig, weil viele von diesen Dingen bestehen aus Stories und weniger aus Musik. Und dann gibt es so ein paar, wo das dann da ist und dann hast du auch eine Form von, ich weiß nicht, ob das früher auch schon so war, vielleicht war es schon so, aber es gibt so eine Form von Kritikern, die sich so erheben über etwas. Das ist ganz, ganz eigenartig, wo du so das Gefühl hast, okay, ja, eine Kritik ist schon auch eine Meinung, aber, ja. Aber das würde zu weit führen. Ich bin wirklich, du hast recht, ich darf mich da und mag mich auch gar nicht beklagen, weil gerade dieses Werk hier, Preis der Deutschen Schallplattenkritik im August, ey, Wahnsinn. Ja, ganz toll. Ich habe hier mal Golden Medal. Das ist really gut. Aber es gab leider... War das ein alter Song? Reach out for the medal. Wir möchten aber nochmal wieder dafür sagen, bitte habt ihm zukünftig schönere Urkunden und vielleicht auch ein Geldgeschenk, ne, für die handarbeitenden Künstler. Das sag ich. Das sagst du. Genau. Also, ich weiß nicht, ob manche Menschen überhaupt wissen, was das ist. Also es handelt sich hierbei um eine echte CD. So, ja! Und es gibt von diesem Werk sogar eine Vinyl, weil ich wollte das unbedingt machen. Und ich wollte einmal so eine große von mir. Von mir selbst. Und ich habe es getan, ich bin ganz glücklich. Das ist toll. Ja. Warum hast du auf Englisch angefangen zu singen? Und dann kam ja auf einmal der Umschwung, na, jetzt mache ich wie Sarah Connor. Sarah Connor, die lassen wir da raus. Okay, hat damit nichts zu tun. Dann hast du angefangen, auf Deutsch zu singen. Ja, das war keine plötzliche Geschichte, die man mir vielleicht böswillig unterstellen könnte, weil alle anderen es auch machen. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Auf der Coming Home at Last von 2006 ist der erste deutsche Titel raus. Es ist eine lange, lange Entwicklung gewesen, die mich immer wieder beschäftigt hat. Und dann habe ich, es gibt einige Songs auch, wo mitten im Song einfach von Englisch ins Deutsche wechselt. Ah, schön. Ich habe einen amerikanischen Mann gehabt, der ist zwar immer noch da, aber ist nicht mehr mein Mann. Und wir haben ein gemeinsames Kind. Das ist eine Sprache, die für mich sowieso auch aus den musikalischen Vorbildern immer näher war als das Deutsche, weil die Deutschen anders grooven. Nee. Proben meist gar nicht. Nein, das ist natürlich ein Vorurteil. Wenn man dann eine Musik hört, ich bin Baujahr 65, das heißt, da kannst du gucken, was war in der Zeit da. Die deutschsprachige Musik, die dann irgendwann mal fett wurde, war eigentlich alles Neudeutsche Welle. Mhm. Und das andere war Liedermacher. Und dann hast du heute hier, morgen dort, Respekt vor Hannes Wade, alles toll, Reinhard May. Aber ich wollte the Backbeat, ich wollte diesen Groove, ich wollte diese Soul. Ich habe Soul-Musik geliebt, ich habe diese ganzen wirklich funky Sachen geliebt. Und das hat wirklich eine Weile gedauert, bis ich mal Wolf Mahn gehört habe. Kenne ich leider nicht. Und dann habe ich gesagt, it geht. It geht, tatsächlich. Und dann natürlich Zanki, das ist der Großvater aller Leith Aldin, Silver Naidus, wenn du so willst. Ein Typ, der schon in den 70er Jahren Soul mit deutschen Texten gemacht hat. Und das ist auch sehr geil. Tierischer Sänger. Und dann, das war eigentlich so musikalisch, hätte das eine Anbindung gehabt.
Aber zu der Zeit war ich so emotional im Englischen drin, das war für mich gar keine Frage. Richtig gut. Sehr, sehr schön. Ist die Künstlerin nicht toll? Und du bist auch so schlau und so fleißig. Wie viele Konzerte hast du schon gegeben in deinem Leben? Das ist schon vierstellig, oder? Hast du noch gezählt? Aber so stimmt. Oder? Also ich bin seit 83 bin ich irgendwie auf Bühnen. Wahnsinn. Ich weiß es nicht genau. Es gibt ja Menschen, die da Buchführungen machen. Ja, du fühlst nur. Liebe Kinder, alle, die jetzt morgen zu The Voice gehen wollen, lasst's. Macht's doch wie wir und werdet einfach mal groß mit eurem Metier. Lebt das und lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten wegkischen, die euch gar nicht toll finden, sondern das Geld, was sie mit euch machen können. Haben wir uns eben auf dem Klo noch unterhalten, oder? Und dann nochmal nimmst du mal kurz. Also, ich ja, das stimmt. Dann würde ich gleich nicht so meine Terzen und meine Quarten verlieren. Das Lied singen, was wir nachher singen werden, vom preisgekrönten Album. Genau, du kennst die Show in- und auswendig, meine liebe Christina, und weißt natürlich auch, was als nächstes kommt. Welche Runde? Die Lieblingswitzrunde, genau! Also, da hast du mich jetzt wirklich aufs quasi. Ja. Das, ich bin ja ein Wortwitzmensch. Ne? Also, es können so Sachen passieren wie. Das aus Versehen, das ist nicht von mir. Ich habe die Rechte, musste ich auch wieder zurückgeben. Der ist von meinem wunderbaren Weggefährten Oliver Georgen, mit dem ich das Album gemacht, dem irgendwann mal herausrutschte. Das sei doch relativ nah, es sei doch nur ein Katzenwurf entfernt. Das ist da lustig. War das nur als Witz gegangen? Das geht. Ein Katzenwurf. Das ist nur ein Katzenwurf entfernt. Ja. Und im ersten Moment merkt man gar nicht. Und dann sage ich, du weißt schon, was du gerade gesagt hast. Das ist ja lustig. Und dann haben wir doch herzhaft. Wie heißt denn noch ein echt Steinwurf, ne? Nee, so. Katzensprung. Ach, Katzensprung. Das war lustig. Was sagt der, wollte man immer gerne, das wurde ihm in die Windeln gelegt, statt in die Wiege. Weißt du, das war auch schon. Das ist gar nicht mehr wurde schon in die Windeln gelegt. Das ist genau, das wurde schon in die Windeln gelegt. Es ist eigentlich auch, das ist eigentlich ähnlich. So ein schöner Witz, liebe Christina. Dann nächstes ist die Sätze-Ergänzrunde. Wie stimmt das? Und zwar habe ich 6 Aussagen angefangen, verfasst, wie du bitte einfach ergänzt und ganz spontan bist. Also, es muss auch nicht zu drauf treffen, es muss ja einfach nur lustig sein. Unterhaltung pur. So, liebe Christina, Lux. Lux ist ja auch nicht dein richtiger Name. Ist es? Nein, du heißt Lateinisch für Licht. Dank meines Vaters. Toll. Hat der das gewonnen damals, den Nachnamen? Was kriegt denn der Lux? Es gibt mehr Lux, als man glaubt. Wenn du im Telefonbuch schaust, gibt es doch... Und das Süße ist, wenn jemand zum Konzert kommt, der auch Lux heißt, der stellt sich immer vor. Das passiert natürlich bei Müller jetzt eher selten. Ja, genau. Lux war ein schöner Name. Du bist auch für die Bühne geboren, allein schon aus in die Windeln gelegt. Mit dem Namen muss man auf die Bühne. So, 6 Aussagen. Erstens. Das letzte Mal beleidigt war ich als? Als ich geglaubt hatte, dass jemand etwas verstanden hat, was er aber nicht verstanden hat. Da war ich beleidigt. Ja. Ich war beleidigt, als ich über eine Woche weg wurde von meinem Hund abgeholt am Flughafen. Ich dachte, Gott, dieser Hund, ich liebe ihn ja, diesen Hund, er wird mich genauso lieben. Und ich ist bestimmt zu Tränen gerührt, sie wird in Ohnmacht fallen von nix. Ich war wirklich Stunde beleidigt, wie ein Kindergartenkind. Richtig schlimm. Jetzt können wir weinen. Ich könnte, hasse dich. Oh. Nein, ich liebe sie über alles, das weißt du auch. Zweitens, ich werde nie wieder... Heide Witzka. Mhm. Bestimmt mehrere Sachen. Diese Show besuchen. Ja! Ich werde nie wieder nach Hamburg fahren. Nein, doch, werde ich am 18. Februar, wenn ich nochmal nach Hamburg fahre. Da sind wir alle in der Markthalle. Sehr gerne, im Marxum. Das ist schön. Da, und wir haben einen tollen Gast, der nur Flame Rosen damit kommt. Ich komme auf jeden Fall. Total gerne. Sehr schön, aber du hast noch gar nicht die Frage. Also die Aussage vervollständigt. Ich werde nie wieder in der Stadt wohnen. So richtig tief in der Stadt. Okay. Weil ich diese Ruhe brauche. Ja, ab. Du bist ja mit deinem Alter auch gar nicht versteckt, ne? Weißt du, alle Menschen wissen, dass du 39 bist. Aber früher war es bestimmt anders. Oder warst du nicht mein Stadtkind? Immer schon. Nee, ich bin auf dem Dorf groß geworden und die Stadt ist für mich, ich bin so, zum Beispiel auch wenn ich in Berlin spiele, ich bin schnell reizüberflutet und das wäre echt too much. Und dann bleibe ich lieber ein bisschen in Köln. Ja. Im schönen Köln. Doch, ist schön. Drittens. Hat sich vorhin was ganz anderes gemacht. Ja, die Innenstadt ist nicht so schön. Das wissen die Kölner aber das genau. Du gezwinkert dabei. Ja. Köln ist schön. Ja, genau. Der Dom ist wirklich traumhaft. Aber den habt ihr ja nicht gebaut, liebe Kölner. Drittens.
kann man so weitermachen. Ich wache auf und bin Bill vom Tokyo Hotel. Ich werde als erstes meine Haare blond färben. Hat er auch schon gemacht. Hat er, glaube ich, gerade. Hat er auch mal. Ich bin Bill von Tokyo Hotel. Ist deine Komik. Ich weiß nicht. Ist das der, der mit Heidi Klum jetzt inzwischen? Das Nein, das ist der Hauptsänger. Das ist der Bill. Das ist der andere. Puh. Da hast du dir aber Fragen ausgedacht. Ich gehe einen Kaffee trinken und guck mal, wie das sich anfühlt, wenn alle Leute einen erkennen. Ja. Das finde ich nicht so. Das stimmt, aber das habe ich auch nicht. Aber er ist ja extra geflohen nach L.A. damit. Ich weiß ja alles, weil das so schlimm war hier. Ja. Die armen Mäuse. Aber ich finde den cool. Muss man ja doch auch sagen. Ne? Die haben ja also Deutschrock und weiß ich nicht was weltweit berühmt gemacht. Das muss man doch erstmal schaffen. Ne? Dass in Frankreich die Mädchen Deutsch lernen wollten wegen dem Preis. Ne? Völkerverständigung. Viertens. Folgender Promi geht mir so richtig auf den Sack. Aber du stellst Fragen, ey. Du kannst auch. Ich mag niemanden wissen, ja. Aber es gibt eine gewisse Art von Dingen, die mir bei Promis wahnsinnig auf den Geist geht. Mhm. Und das ist diese merkwürdige Überheblichkeit, die man manchmal so spürt. Ja, dass du das Gefühl hast, da hat jemand, weil er diesen Status hat, er darf dann plötzlich so Regeln aufstellen oder auch es gibt Promis, die zum Beispiel Talkshows führen, die nicht zuhören, was jemand sagt. Ja. Und das geht mir unfassbar auf den Sack. Wenn du so tolle Gäste einlädst und da fängt einer an und latscht eigentlich immer in das, ich will doch von diesen Menschen das wissen und eigentlich nicht wissen. Mhm. Viele wissen wahrscheinlich, wo man die Lanze so hinsteckt, wenn man sowas macht, aber manche auch nicht. Aber guter Seiten hier. Ich glaube, wir haben eine Journalistik, die auch so eine komische Empörungsjournalistik und dann gehen selbst, wenn jetzt wenn jetzt zum Beispiel der Fußballverein, diese Bayern-Leute, wenn die sich empören über so eine, aber empören, wir sprachen vorhin über politisch, wir haben eine ganz merkwürdige Empörungskultur inzwischen in alle Richtungen, die mir wahnwitzig auf den Sack geht, ob das jetzt Promi ist oder nicht. Mhm. Bevor du überhaupt mal beide Seiten betrachtest, wird sofort eingetütet und festgelegt, das ist scheiße, das ist gut, der ist links, der ist rechts, der ist böse, der ist gut. Das geht mir im Moment ziemlich auf den Zeiger. Also können wir nicht sprechen. Nee. Kommen wir nicht weiter. Kommen auch nicht weiter. Die beste Antwort ist, sie kann es doch gut umschiffen alles. Jetzt kommt was Schönes, was Harmonisches. Fünftens. Ich lache am meisten über... Gute Wortwitze, das ist ein Fable. Zum Beispiel, was? Wie heißt es? Wie heißt es? Es gibt ja jetzt ein Mammut, was dunkel ist. Und dann ist natürlich das andere... Helmut, mein Gott. Hey, mein Gott. So gut läuft der Witz. Ja, weiß, habe ich jetzt weißen Mut von. Ja, genau, super. Und weil die Hirne so lustig sind. Dunkel und weiß. Ja, das hat doch viel überlegt. Ich habe eigentlich schon mit Hilfestellung. Ich weiß nicht, wie unter deinen pinken Haaren. Ach, braun. Du bist gar nicht blond wie ich. Nee. Bist du, aber du bist blond, ne? Hast du mal einen krassen Haarfarben? Nicht ganz so rockig, krass wie du, aber ich hatte mal rot und schwarz. Ich hatte so kurze Haare. Ah, da kannten wir dich aber. Also ich der kommerzielle. Ja, da war ich noch. Das war in meiner Punk-Phase damals. Hast du auch Punk gesungen? Nee. Sechstens und dann die letzte. Hast du auch alles schon geschafft. Ich bin ein reflektierter Mensch, der meist aus seinen Fehlern lernt. Nur folgenden beging ich mindestens zweimal. Ja, man hat sich eingesungen vom Konzert. Boah, du bringst mich mit solchen Fragen in Bredouillen, weil ich natürlich da immer sofort, dass manche Menschen werfen mir das vor, ich liebe es eigentlich, ich kann nichts oberflächlich beantworten. Du darfst gerne reden, reden. Und das ist an dem Punkt, wo ich sage, wenn du ein Mensch bist, der, und wir haben das alle, du setz dich mit deinen, wenn du Geschwister hast, nach 20 Jahren zusammen und sprich darüber, was ihr erlebt habt. Mhm. Dann hast du genau so viele Geschichten, wie da Menschen sitzen, weil wir alle Filtersysteme haben. Und das, was du mitnimmst, was du mitbekommst, und mein ganzes Leben besteht daraus, herauszufinden, wo die Narben sitzen, wo die Schatten hängen und wo du die Verantwortung abgibst oder versuchst abzugeben an andere Leute. Mhm. Weil das ist für mich so ein Grundprinzip zu sagen,
guck, dass du deinen Krempel wieder dahin räumst, wohin gehört. Mhm. Aber gib auch den krassen Kram ab, den du mit dir trägst. Das ist eigentlich das Thema von Leise Bilder. Mhm. Solange du das trägst, was du da eigentlich gar nicht mehr tragen solltest oder was eigentlich gar nicht zu dir gehört, wird es schwer. Und das ist aber ganz schwer für uns auseinanderzunehmen. Mhm. Und Fehler passieren manchmal, weil eine Narbe macht einen blinden Flecken. Und dann triffst du wieder jemanden und eigentlich solltest du es doch wissen, weil es ja schon mal passiert ist. Du schneidest es aber nicht, weil dieser Fleck wirklich blind ist. Und wenn du das schaffst, dass du die Narbe nicht mehr als Schmerz hast, sondern du siehst sie und du kannst aber reagieren, weil du eins gemacht hast. Und es gibt einen ganz alten Song, der heißt You Gotta Be Your Own Best Friend. Mhm. Und einem besten Freund würdest du gucken, dass du den nicht irgendwo in die Scheiße laufen lässt. Mhm. Oder du würdest echt aufpassen, dass da bestimmte Dinge nicht passieren. Aber sich selbst gegenüber ist man manchmal so blind, dass man sich dann wieder in Verbindung bringt, wo man später dann sagt, Mann, das wusstest du doch eigentlich. Aber du bist eben einfach nicht in der Lage gewesen, es zu sehen. Und da gibt es manchmal Verbindungen mit Menschen, wo ich dann denke, wobei ich sagen muss, ich frage immer auch beim Konzert, möchtest du nochmal Teenager sein? Mhm. Möchtest du? Ich nicht. Siehst du, die meisten Leute reagieren so, ey, auf gar keinen Fall. Ich auch nicht. Mhm. Und ich genieße das sehr, jetzt mit irgendwie 53 da zu sitzen und zu merken, es gibt so Sachen, da bin ich sehr entspannt geworden, da kann ich lange sehr ruhig bleiben. Und es gibt nur so wenige Dinge, die mich so dermaßen aufregen, wo ich dann merke, da bin ich ganz schnell da. Mhm. Und es hat auch was mit den Dingen zu tun, dass du mit dir in ein gutes Gefühl kommst, wo du dir auch, wo du dich einfach gut versorgst. Wirklich gut versorgst. Das fällt den meisten sehr schwer. Genau. Hast du Therapie gemacht? Ach, so viel. Wirklich? Das klingt so fürchterlich. Ja, ich mache Musik. Aha, guck mal. Also für mich, ich bin nicht Musiker geworden, weil ich glaube, ich muss wahnsinnig mein Instrument beherrschen. Mhm. Ich habe unfassbar Schwein gehabt und ich bin sehr dankbar, dass mir diese Stimme gegeben worden ist, dass ich ganz musikalisch bin und mir diese Gitarre habe drauf schaffen können, um das zu machen. Ich bin aber immer von den Texten getrieben. Und es hat mich immer interessiert, wie kriege ich denn das, was da in meinen Gedanken so rumtitscht und was ich nicht gegriffen bekomme. Wie kriege ich das durch Poesie im Grunde so ausgedrückt, dass auf einmal in mir es da sein darf. Das, was man nicht aussprechen kann, kannst du plötzlich hören. Mhm. Nicht wie ein Tagebuch, weil das wäre mir viel zu nah. Aber so, dass du irgendetwas findest, wo du so eine Mischung aus Affirmation und Hingucken und nicht ausweichen. Mhm. Für mich ist immer das Prinzip gewesen, nein, nichts hier ausweichen, hingucken und gucken, was gehört wohin. Hm. Und dafür ist Musik das perfekte Werkzeug. Man muss auch erst ein bisschen, glaube ich, reifen, dass man da überhaupt drauf kommt. Weil, ne, jung und denkt man, Ruhe und alles ist egal. Und dann kommt irgendwann im Alter. Kommt wirklich erst im Alter. Haben wir auch im Flo schon besprochen. Früher ist man nicht so ganz reflektiert und auch nicht ganz so, ich war ja so neidisch früher auf alle. Und so, warum sind die bei Handy? Warum machst du die Farbe und warum nicht ich? Ja, weil du schon schlecht bist. Jung war. Ja. Genau. Also so, und das habe ich zum Glück hinter mir. Sehr schön. Eine gute Satzergänzrunde mit der Lebenshilfe. Christian, du kannst dir auch so viel. Dr. Lux, hey. Wir spielen mir ein Spiel. Nimm doch nochmal an dein Getränk. Wo habe ich das teuer gekauft hier? Also du musst nicht, ne? Ich dachte, der Gast hat das mitgebracht. Ja. Ja, was ist denn? Klar. Ich schenke mir nochmal nach, aber du musst nicht. Mach das ruhig. Immer. Das Spiel erkläre ich schon mal. Es ist ganz einfach ein Gedächtnisspiel. Wir zählen von 20 bis 1 runter, jeder nacheinander. Und jeder macht pro seinem Durchgang jetzt der eine Zahl durch ein Wort, eine Sache zum Beispiel. 20, 19, 18, Gabel, 16, 15, 14 bis 1. Dann bist du dran, nimmst natürlich die Gabel, statt dann 17 sagst du mir das und suchst eine neue Zahl, die du auch mit einer genau, Sache ersetzt. Ist das lustig? Ist lustig, ne? Und damit ihr wisst... Achso! Du zählst von 20 bis 1 runter. Du fängst an und sagst zum Beispiel, statt der 15 sagst du Hund. Ich ersetze die Zahlen mit einem Wort und du musst dir das merken. Genau. Und wenn ich dann runterzähle, sage ich auch statt der 15 Hund, suche noch eine weitere Zahl, die ich bis einfüge. Genau. Ich hoffe, es geht schnell. Ich merke gerade schon, wie lang das ist. Ist das nicht lustig? Führt euch zu Hause, deswegen so viele. Und eigentlich muss der Verlierer auch was trinken. Wahrscheinlich verliere ich. Du bist der Gast, du darfst anfangen. Soll ich vormachen? Von 20 bis 1 zählen. Das setzt du voraus, dass du das kannst, ne? Mal gucken. Auf Französisch.
20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 und 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich habe es jetzt schon vergessen. Ja, ich habe auch gerade gedacht, habe ich es mir gemerkt. Das ist lustig. 20, 19, 17, 18, Hund. Oder war es 13, 12, 10, 9, 8, 7, schon vorbei. 6, 5, es war 14, ne? 13 war es. Du warst 14, 13. Ich hätte 13. Ist das, aber wir machen einfach weniger Zahlen, dann kriegen wir vielleicht... Genau, von 7 bis 1 runter. Das ist, ja, genau. Von 1 bis 2. Zu blond dafür. 1 bis 2. Von 1 bis 3 machen wir. Ja, 7 ist einfach wild. Nee, komm, dann mach ich jetzt mal 7, 6, 5, 4, 3, Katze 1. 7, 5, 4, Messer, Katze 1. Nicht schlecht, aber die 6 fehlte. Ne? Ja? 7, 5, stimmt, hast recht. Oh ja. Oh Gott, das war richtig frohe Weihnachten. Wir haben es auch. Ja, hauptsächlich am Spiel gespielt. Ja, wir haben unser Spiel gespielt. Ja. Das ist wirklich sehr dämlich. Nämlich, wir dürfen, ich darf mit dir, ich murmel ein bisschen, so gut es mir gelingen mag, ein wunderschönes Lied von deiner aktuellen neuen preisgekrönten CD, Leise Bilder, und wir dürfen losfliegen singen. Und jemand bringt doch der Christina mal ihre Gitarre. Ja. Genau. Schnapsloseste Sendung aller Zeiten. Die Schnapslose, ich werde noch einen trinken auf. Und wenn ihr natürlich aktiven Künstler Artenschutz betreiben wollt, geht das natürlich nur mit direkt. Und direkt geht einfach über christinalux.de. Mhm. Und das Schöne ist, ich kann auf Files ja immer so schlecht unterschreiben.
Ne? Und Streams. Lieber Detlef, alles Gute für dich. Kann man nur auf euch total gerne. Und das kann man sogar bei mir direkt, kann man das anfragen. Und dann kriegst du noch diese CD persönlich mit meiner DNA quasi am Umschlag. Ja, wenn man jemandem Erfolg und Liebe und Unterhosen und Blumen und Geld geschenkt, dann hat hatte ich schon mal. Ah, wenn eine Frau macht ein Status Quo. Status Quo, das steht nicht bei Wikipedia. Das hätte ich ja, da habe ich gemacht. Wow, alleine mit dir. Also alleine mit der Gitarre. Ich habe am Anfang gesagt, ich spinne. Und ich sollte da 40 Minuten spielen. Und beim ersten Mal war es in einer Turnhalle, einer sehr großen. Und man hatte aber dem englischen Rolli nicht gesagt, dass ich auch dann vielleicht, dass man das nicht mal anmacht, finde ich. Das ist doch aufgestolpert. Der Geige war, da war ein Oberlicht. Das war so Hammer. Und ich gehe da raus und man musste dem dann irgendwie auch ein paar Pfund geben damals, damit er bei dem nächsten Auftritt auch das Licht für mich anmachte, was er dann gemacht hat. Ist nicht dein Ernst. Aber witzig war, dass die Leute das cool fanden. Und der Tonmann war super. Das war eigentlich der Monitormann, der hat für mich den Front kurz gemacht. Mhm. Und der hat das richtig laut auch gemacht. Das war ja auf Hand gemachte Musik, die Fans von Status Quo. Wobei die Band unheimlich laut war. Und eines Tages lag, ohne Witz, lag so ein Dessous auf meinem Hemdlein. Schon von der Band, oder? War das Druck? Exakt. Und was habe ich gemacht? Angezogen? Nein. Ich habe es ins Publikum geworfen. Ah, okay. Und habe gesagt, es ist nicht meiner. Missverstehen mich nicht, aber das kann ich hier nicht jetzt mitnehmen. Ich weiß nicht, wer es war. Es war eine interessante Art, mir vielleicht zu zeigen, dass ich wahnsinnig sexy war damals. Also schon ja, lange aber hallo. Genau. Was ich noch sagen wollte, ich danke dir sehr, sehr, dass du hier warst. Das ist eine große Bereicherung für meine Schnaps-Show. Und wir haben schon mal weniger getrunken. Beim letzten Gast, der hat gar nichts getrunken. Guck mal, das war wirklich richtig schlimm. So, ein kleines bisschen braucht man, damit die Mut in Fahrt kommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten. Geht zu Christian Lux, egal wo sie auftritt, immer hin. Es ist wunderschön, ihre Konzerte sind wie, man kommt zu Freunden nach Hause. Es ist so schön entspannt und so gänsehautmäßig, wie ich gerade hier spielen durfte. Und es keine Tiere, ich habe euch alle lieb und bis zum nächsten Mal.